Super Smash Brothers. Aber wir spielen Minecraft. Wollen, da bist du. Ich bin so weit gelaufen. Gut. Bist du auf dem Berg oder was? Ja, so mehr oder weniger. Also hast du irgendwie ein Schaf gesehen? Ich bis jetzt noch nicht. Nee, ich sehe nur Regen. Ja, ich auch. Boah, ich regne jetzt nicht gerade aus. Blau. Ja, wir sind hier gerade unter einer dicken Regenwolke gelandet. Es scheint gerade Wochenende zu sein in Minecraft. Ich muss kurz auch noch was einwerfen. Ich habe hier anscheinend ein anderes Dorf gefunden. Oder es hat jemand eine Burg oder sowas in den Berg gebaut. Sieht das geil aus. Ja, 100 Gigabyte RAM. Ja. Das ist aber schon ein Haufen. Ja, da hat keine Ahnung was. Der kann das irgendwie von den Steuern abziehen. Frag mich nicht wie oder warum. Aber ist in so Sachen ziemlich gut wegen Steuerbefragung und so. Wegen Steuerhinterziehung ist er richtig gut dabei. Nee. Ja, das vor allem ist auch, aber nee, das war wirklich. Hey! Verschissene Hexe, ey! Hey, eine Hexe bei euch! Jetzt flippe ich aber aus. Wir haben hier sogar Hexen. Der Server leckt zwar, aber wir haben Hexen. Hey! Nein, ich will krepieren! Jetzt wissen wir, wer dafür verantwortlich ist, dass es überlegt. Das war eine Hexe. Verfickte Hexe, ey! Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Ich werde auch gerade fett gejagt von irgendwelchen Skeletons. Das ist zum Kotzen. Schnell nach Hause, ey. Verdammte Scheiße. Die ganze Tageszeit habe ich es nicht geschafft, ein paar Schafe zu finden, ey. Ich habe ein Wolle. Daraus werde ich einen Schlafsack basteln. Also ich laufe hier gerade rum in den Bergen und denke schon, dass ich echt extrem hoch bin, weil auch manchmal die Wolken unter mir durchziehen. Und dennoch sind über mir riesige Berge. Schwebend. Eine sehr interessante Welt, die wir hier haben. Ja, nicht runter, weil dann gibt es ein Erdbeben. Ja, das wäre bitter. Das wäre bitter. Bitte kein Sand abbauen. Bitte kein Sand abbauen. Dann geht's ab, wenn sich erstmal schön 5000 Sandblöcke in Bewegung setzen. Oh, dann leckt's. Dann leckt's, ja. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viel der hat. Wir haben bei Fortnite Players den hier. Und das ist ein Multigame-Server. Wir haben da eh nicht so den Überblick. Eigentlich haben wir den damals für Counter-Strike und alles Mögliche geholt. Ne? Wir können da halt rumschalten. Mhm. Und der ist gar nicht so Minecraft-spezifisch. Also man kann auch nicht, wir haben da auch keine großen Möglichkeiten, zum Beispiel jetzt Mods oder so drauf zu packen, weil wir keinen Space haben. Haben wir aber auch nie geplant gehabt. Okay. Aber wir hatten echt noch nie Probleme. Mittlerweile kann man auch wieder gut abbauen. Ich habe halt vorhin rumgewurschtelt und habe ihn noch nicht neu gestartet. Das ist wahrscheinlich ein Fehler von mir wegen einer Hexe oder sowas, habe ich gehört. Jetzt sehe ich gerade, dass in meiner Facecam, dass meine Wange sieht leicht rötlich aus wegen dem Licht hier. Ich habe keine gescheite Beleuchtung. Sieht aus, als hätte ich mir auf die Wange geschlagen. Kannst du ja irgendwie Make-up und so, kennst du ja. Na klar. Gibt's bei Aldi für 4,99 mit Exzem, sagt man das so? Keine Ahnung. Mit Exzem? Ich verschlag mich erstmal, damit ich blaue Augen habe, damit ich mir die dann wegschminken kann. Kannst du mit Exkrementen einschmieren? Ich hab zu Hause noch ein paar. Ich hab noch ein bisschen was, ja. Nein, vier Skelette, willst du mich cool. Denn verarschen? Ich will mir einen Boden einziehen in meine Wohnung, was finde ich Kohle? Nicht schlecht. Ich seh dich auf der Minimap. Das ist ja Glück im Glück, würde ich sagen, oder? Oder Glück in der Arbeit oder sowas. Du musst direkt mal gucken. Hier bin ich in Sicherheit. Ich wunderschön. Bin so hoch, wann geht denn der Nebel eigentlich weg? Keine Ahnung, das ist der Nebel des Todes, der geht nie weg. Der Nebel macht das echt nicht, macht den Shader-Mod ganz schön kacki. Ich glaube, ich mach kurz Weather Clear, wenn ihr nichts dagegen habt. Nee, also da hätte ich wirklich nichts dagegen. Ich mach das gerade mal, gell? Ach, ihr habt den Chat ja ausgeschaltet. Moment. Moment. Commands only, aber hallo. Jetzt schaut auf, wie das WS sich... Oh, das ist der Mond. Oh mein Gott, it's so amazing. Das ist so angenehm, kann ich euch wirklich nur sagen. Der Mond ist vor allem so... Komm, wir setzen noch die Time auf 0, sonst flippe ich hier komplett aus. Ich will wieder zu meinem... Ich sehe das schon, ich sehe mein Last Death schon. Also mir ist egal, sollen wir die Nächte auch oder wie... Nein, das ist... Aber es wird jetzt eh Tag, sehe ich gerade. Ah, okay, perfekt. Ich baue hier noch gleich ein bisschen Holz ab und dann würde ich mal sagen, fangen wir dann zumindest an, eine Bude aufzubauen, Killer, oder? Ja, auf jeden Fall, ich will mein Zeug ablegen können. Wolle konnte ich leider nicht besorgen, irgendwie, ich bin jetzt ewig weit weggelaufen. Wolle ist keine Schaffe. Aber ich zumindest mal ein Häuschen wäre nicht schlecht, auf jeden Fall. Ich habe einfach knallhart Alter, hab ich einen Hammer in der Hand. Oh. Ja, das hat man alle Tage. Na, ist nicht schlecht, ne? Schnägel in der Hand. Ich habe hier diesen Mario-Schwerthammer, Gerät, der Gerät in der Hand. Und echt nicht, und jetzt esse ich gerade einen Fisch. Oh, ich bin zerschossen, hey. Hello. Ich bin gleich wieder bei meinem Zeugs. Ich habe die Permissions nicht, dass ich theoretisch zu euch hin teleportieren kann, nur zur Innovation. Also ich muss den Kackeweg wieder laufen. Ja, das ist, also wie gesagt, teleportieren und sowas. Oh, ich bin der Enderman, ich bin tot. Okay, gönne da. Nein, also ich bin schon wieder tot. Also ich habe mich vorhin einfach
Mich einfach hochgesteckt. Also das ist, glaube ich, die einfachste Variante. Hier auf so einer so beschaffenen Mappe. Das ich decke mich erstmal hinunter. Bup. Shit. Was habe ich getan? Ich habe so Schiss. Ich muss erst kurz mein Leben aufladen, bevor ich wieder rausgehe. Ich muss es auflabeln, aufladen. Ich bin hier an der Station angeschlossen und lade mich gerade auf. Station. Die Aufladung findet soeben statt. Verdammt nochmal, irgendwie 20 Brote dabei. So ein Scheiß aber auch. Menschen, Kinder, ich kack mich voll. Ich gucke jetzt erstmal. Oh, wollen, sollen wir da links neben die Lava vielleicht in den Berg? Ja, das wäre schon. Da könnten wir die Lava so teilweise als natürliche Durch nutzen. Und wir können Rocktox und Zomok winken von hier dann, von da drüben. Stimmt. Wollt ihr ein paar Spitzhacken? So ein paar. Ich hatte zufälligerweise bei Craften von Spitzhacken die Shift-Taste gedrückt. Oh. Ja, wir können welche gebrauchen. Ist dein Inventar jetzt voll? zu Drittel. Ein Drittel. Nicht schlecht. Und ich habe sogar, haltet euch fest, ich habe Pilze dabei. Wir können eine Pilzsuppe kochen und gemeinsam auf Pilze. Was essen. Cool. Jetzt geht's aber los, Werl. Jetzt geht's aber los. Der Pilzbruder beginnt. Stimmt. Ihr müsst mal draufspringen auf den Pilz, dann werdet ihr größer. What? Ja, stimmt. It's me, Julio. Julio Banderas. Soll ich hier mal in den Berg weiter hineingraben, oder? Bist du da oben in dieser Mine? Da können wir ruhig rumwurschteln, rumminen und so. Links davon. In der Luft. Das ist da oben. Ja, das. Ich glaube, da kommt. Ich weiß nicht, ob man da hinkommt. Ich glaube, es schwebt komplett da oben. Also ich seh da drei große Berge. Ja, ich dachte erst, das ist ein Luftschloss. Ja, das sind wirklich nur Sandberge. Auch mit Sandstein. Die können also auch nicht runterfallen. Keine Sorge. Schade. Und ja, schade, ne? Aber ich kann euch jetzt gleich mal dann... wir müssen aber erst noch irgendwie ablegen, ne? Wir müssen erstmal... Ach, Wollen geht schon rüber. Wir bauen kurz eine kleine Mini-Butze da drüben. Dann muss ich euch unbedingt mal dieses Dörfchen zeigen, was ich da gefunden habe. Ich glaube, da wurden ausgestoßene Leprakranke oder sowas. Aber hey, da müssen wir mal hin. Kohle. We probably had to go there to look. In einem See findet man Kohle auf dem Grund. Kohle ist, wie der weiß, auch gesund. Im Gesicht. Ja, Kohle regiert natürlich die Welt. Ist immer Cholera, so. Ich habe Cholera. Werl, was machst du? Sollen wir uns hier reinbuddeln dann schon? Hast du schon, ich habe gar keinen, keinen Überblick. Was, ich habe ein bisschen was da. Wird es wahrscheinlich nicht ganz reichen. Sollen wir uns hier mal auf dieser Höhenlage oder ein bisschen näher zur Lava hin vielleicht sogar? Nach rechts können wir dann eh noch weiterhin wieder für uns verbreitern, aber dann lieber nicht mit Holz, also zumindest nicht so viel. Nee, ich habe jetzt nur einen Block für Holz, weil ich habe die Erde gerade ausgegangen ist. Perfetta. Ich wollte jetzt nicht dauerhaft Holz verwenden. So, dann buddeln wir uns hier mal schön rein, damit wir auch eine kleine Bleibe haben. Vor allem sieht der Stein echt cool aus, der Kobbel, der Köbelstein. Wie sieht bei euch der Kobbel? Achso, ihr habt ein normales Texture Pack? Ich habe, glaube ich, 3D oder so. Okay. Ich weiß den Namen nicht so ganz auswendig. Wenn ich das wüsste. Weil bei uns, das sieht schon nicht schlecht aus, so ein Stein. Komm, ich baue ihn mal hin. Ach Gott, sieht der schön aus, Werl. Ach Gott. Später müssen wir die ganze Wohnung damit eintapezieren, mit diesem richtig geilen Stein. Und von hier aus können wir schön, ich sehe da unten Rocktox und Zomok in einem Häuschen. Moment mal. Willst du da rein? Moment mal, was ist da? Was ist da? Willst du da reinbauen? Nee, eigentlich nicht. Also gut. Im Moment noch nicht. Wir küssen uns nicht, im Moment noch nicht. Im Moment noch nicht. Zomok, wie Mensch mit deinem Haus? Das kann ich auch mal weiter schaffen, du. Bau mal ein bisschen Werkel. Ich weiß, ich hab keine mehr Ideen. Jetzt bräuchte ich mal ACB 90 aus Battlefield, ganz im Ernst. Wer spielt alles Battlefield 4? Ja, ich. Rocktox. Aber ist es cool oder ist es nicht so? Nein. Also mir gefällt Battlefield 3 immer noch besser. Ich finde auch, dass ich sehe immer noch keine Gründe, warum ich mir jetzt Battlefield 4 holen sollte, wo ich Battlefield 3 doch habe. Weil, ne, es gibt eigentlich nichts, wo man sagen kann, Alter, da brauchst du unbedingt Battlefield 4, weil dann kann man nämlich X und Y machen. Und es hat dann natürlich wieder mehr Optionen und mehr Funktionen, natürlich, aber es ist halt immer noch so was von verbuggt und ja, ich finde nicht wirklich spielfähig. Und was meint ihr zu COD Ghost? Oh Gott, hör auf mit COD. COD ist generell ganz schlecht bei dir anzusprechen. Nein, also ich habe auch mal viel COD gespielt, aber wie sie halt noch gut waren, also ein COD 1, 2, 4, aber danach sind sie eigentlich so schlecht geworden und ich finde es einfach nur mal Verarsche vom Kunden. Wenn man einfach das Spiel vom letzten Jahr nimmt, ein bisschen was ändert und dann gleich wieder für 60 Euro aufsaut. Das ist ja das gleiche wie bei FIFA und so und dergleichen. Haben sie eine neue Grafik? Kann man nicht so viel verändern, oder? Also nee, ich meine einfach, jedes Jahr
wieder ein neues Spiel raushauen für den Vollpreis. Ist ja auch das, genau das gleiche bei Risen. Risen 2 war ja eigentlich von Risen 1 wieder mal ein Meilenstein. Ja, aber stimmt, stimmt. Risen 3 hatte genau die gleiche Engine wie Risen 2. Ich habe nur 1 und 2 gespielt. Also ich habe jetzt aktuell 2 auf YouTube und so, aber Risen 3 hat genau die gleiche Engine wie Risen 2. Ist ja wohl kacke, ey. Okay, aber ich habe jetzt da ein kleines Gegenargument. Das beste Beispiel ist eigentlich Counter-Strike, ne? Eigentlich jedes Mal, wenn ein neuer Teil rauskommt und die irgendwie großartige Änderungen reinbringen, dann ist das Mecker so groß. Ich weiß noch, von 1.6 irgendwie auf die anderen, jeder wollte auf 1.6 bleiben, weil irgendwie die Änderungen zu krass waren und das und ich... Mhm. Dann von Source auf Go, da war es ganz, ganz schlimm. Jeder wollte weiter Source, Ghost ist scheiße, das ist so an Battlefield angelehnt und neue Engine, neuer Desk, pipapo. Mhm. Und jetzt sind mittlerweile die Entwickler, dass sie halt nicht viel ändern, vielleicht ein paar Gimmicks, ein paar Kleinigkeiten und bleiben, aber so der Kern ist derselbe. Und das ist irgendwie auch nicht gut. Also ich glaube, manchmal gibt es nicht viele Möglichkeiten, irgendwas gut zu machen. Klar, die sparen halt viel Geld, das ist unbestritten. Also die sparen schon extrem viel Geld. Man sollte das ja nicht halt auf sein Produkt auch schauen, und Battlefield war ich immer dafür bekannt, dass sie sehr viel Änderungen reinbringen und sehr ausgewogene Sachen und was nicht alles ist, haben sie im Battlefield 4 nicht umgesetzt. Weil vorher hatten eigentlich die Battlefields immer einen guten Ruf, dass sie gut gelaufen sind von Anfang an, und das hat EA mit dem 4er und auch schon anfangs mit ein paar DLCs vom 3er komplett gegen die Wand gefahren. Ich wollte auch gerade sagen, dass man da unterscheiden muss, dass es eben Spiele gibt, wo man gerne Änderungen sieht, und andere Spiele, da will man das einfach überhaupt nicht, dass da was dran geändert wird, wie eben Counter-Strike. Das war ja einfach nur, Counter-Strike war schon immer einfach das Online, also jetzt zum Beispiel bei Source, ne, man geht rein, online, zack, ballert ein bisschen rum und sowas, alles richtig fett. Da will man ja gar keine große Änderung haben, außer dass es vielleicht irgendwie schicker aussieht, wenn überhaupt, aber das auch nur bedingt. Aber wenn man dann so ein Spiel hat wie SimCity oder Sims an sich oder zum Beispiel auch bei Halo, da war ich immer richtig geil drauf, da habe ich mich immer schon gefragt, geil, was machen sie denn jetzt als nächstes dazu und wie wird die Story aussehen und sowas. Aber bei Counter-Strike geht das ja überhaupt nicht. Das ist einfach das Spiel, das kann man nicht ändern. Ja, aber bei SimCity muss man auch sagen, haben sie es ein bisschen übertrieben. Ja, da haben sie sich echt in den Garten geschissen, wirklich übel. Mit diesem Online-Kram, und dann ging es doch vor lange nicht, habe ich gehört. Ja, es war anfangs gar nicht spielbar, weil du immer von den Servern geflogen bist oder ich hab's vom ersten Tag gespielt oder was dann auch war, dass dann das, also du hast den Spielstand nicht auf deinem PC gespeichert, sondern am Server. Es ist vorgekommen, du willst in deiner Stadt weiterbauen und kriegst die Meldung, irgendein Speicherfehler, ihre Stadt wurde gelöscht. Shit. Ihre Stadt, in der sie ungefähr 40 Stunden verbracht haben, wurde gelöscht, tut uns leid. Aber sie können kostenlos eine weitere Stadt machen. Ja, yeah. Und nach 2 Stunden wieder abbrechen. Ach, schön ist die Welt doch, oder? Ja. Also wenn das nicht ist... Was halt auch war, dass halt der Verkehr sich selbst verstopft hat. Städte haben nicht wirklich funktioniert, also die KI ist teilweise doof im Kreis gefahren und hat absichtlich den Verkehr verstopft, und was war die Lösung von der EA? Ja, kauft euch ein DLC für 13 Euro, dann gibt's Luftschiffe. Genau. dann geht das Spiel richtig, davor ist das Kacke. Ja, da dachte ich mir auch. Da gibt's Luftstraßen, genau. Wahrscheinlich hat sich da so ein Mitarbeiter dran gehockt und hat es versucht und fuck, schon wieder verstopft. Und dann hat er sich irgendwie so Zeichnungen gemacht von irgendwelchen Chromosomsbildern und dann, ich habe eine Idee, zack. Dann lief das 2 Tage, hat sich wieder verstopft und dann hat er gesagt, scheiß drauf, ich mache jetzt ein DLC, wo er einfach alles in der Luft sich anfühlt. Scheiße, ich habe wahrscheinlich das gedacht. Aber da kaufst du lieber ein altes SimCity, denn ich weiß nicht, welches war, ich glaube SimCity 2000 oder so. Da gab es das alles für irgendwie, jetzt glaube ich, auf Steam für 5 Euro. Ja, inklusiv. Schweinerei, oder? Da kacken sie einem wirklich einfach da ein Spiel hin, ja, halb kaputt und dann sowas. Es ist ja auch immer wieder der Druck von Spieleentwicklern, die müssen das raushauen, also von Publishern. Genau, weil du willst eigentlich so möglich detailliert und alles machen, aber dann wirst du wieder geschissen, ja, Termin, Daten, Deadline und so ein Scheiß. Ja. Das ist einfach behindert. Lass doch die Entwickler mal entwickeln. Da muss halt das Management dann auch schauen und hin und her. Aber dann ist es aber auch wiederum so, finde ich, wenn man dann sagt, entwickelt, ne, macht werkelt vor euch hin, macht das den geilsten Teil den der Reihe, dann steht man da voll unter Druck auch plötzlich. Ich glaube, man sollte generell nicht so viel mit Druck machen, sondern einfach macht einfach werkeln. Und wenn man ein gutes Konzept hat, wird das sicher auch ein gutes Spiel, aber ja, es wird, glaube ich, viel zu oft reingepusht. Ja.
Und ich glaube generell, bei egal ob es jetzt um Spieleentwicklung geht, wenn man irgendwas macht, wo man keinen Spaß hat, also sprich auch durch Zeitdruck oder sowas, dann ist man da auch nicht so engagiert bei der Sache. Man denkt sich, ah oh Gott, ich will persönlich würde das sowieso ganz anders machen. Ich mache jetzt halt meine Arbeit so, dass der Chef nicht rummeckert und mehr nicht, aber ich stecke da mein Herzblut nicht rein und gar nichts. Und dann andersrum, wenn er das wirklich, wenn er irgendwie einen kleinen Fehler entdeckt oder sowas und er wirklich mit Herzblut dabei ist, dann korrigiert er den Fehler ohne, dass ihm bis jemand aufträgt, weißt du, weil er will einfach, dass es gut wird. Ja. Das, ja. Sowas funktioniert halt einfach nicht, wenn man da so extrem harte Deadlines hat und alles mögliche, was bei EA Games zum Beispiel der Fall ist, was ich da schon ein paar Berichte gelesen habe, also das ist wirklich krass teilweise. Jetzt bräuchten wir echt ein Bett langsam. Ich hab langsam das Steine echt, für euch. Wir sind schon so ein bisschen langsam hier. Also wir brauchen auch mal eine Deadline, ja? Hier muss man jemand durch. Also spätestens in der nächsten Tageszeit verlange ich, dass jeder von uns ein Bett hat. Ansonsten müssen wir das Projekt hier abbrechen. Hallo!